Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema afrikanische Schweinepest bewegt jetzt seit Monaten die Gemüter unserer Bäuerinnen und Bauern. Und das auch vollkommen zu Recht, denn im Fall des Auftretens der Schweinepest wäre klar, dass es zu Millionen Schäden kommen würde, auch und gerade hier in Nordrhein-Westfalen, weil wir eben ein starker Standort sind der Schweinehaltung. Gleichzeitig, und das wird in der Debatte auch oft vergessen, deshalb will ich das ausdrücklich hier auch noch mal erwähnen, kann die Schweinepest auch zu einem erheblichen tierschutzrechtlichen Dilemma für uns alle führen. Wir reden zurzeit gar nicht darüber, aber ich kann mich gut daran erinnern, als wir das letzte Mal die Schweinepest hier in NRW hatten, zu welchen Bildern das geführt hat, Tausende gekolter Tiere, die dort lagen. Und von daher, glaube ich, sind wir aufgerufen, alles zu tun, um eben genau dieses Auftreten dieser Seuche hier in Nordrhein-Westfalen zu verhindern. Alles zu tun heißt aber eben auch, ganz umfänglich an das Thema heranzugehen. Und da bin ich schon der Meinung, dass es zurzeit seitens der Landesregierung eine nicht ganz berechtigte Fokussierung, einseitige Fokussierung auf die Frage Wildschweineabschuss gibt. Ich glaube, dass Sie das Thema deutlich breiter noch mal anfassen müssen. Mit dieser einseitigen Fokussierung machen Sie aus unserer Sicht Symbolpolitik. Es hat was Aktionistisches, denn Sie wissen genauso gut wie ich, Frau Ministerin, dass die Wildschweine nicht der entscheidende Faktor sind, wenn es darum geht, ob die Schweinepest hier nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen kommt oder nicht. Auch Sie haben, und das finde ich nicht gut, Sie haben suggeriert, dass die Schweinepest durch einen massiven Abschuss von Wildschweinen eingedämmt werden könne. Sie haben im August eine Presseerklärung gemacht, aus der ich kurz zitieren möchte. Dies, und dies heißt in dem Fall eine verstärkte Bejagung, ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest, die auch über Wildschweinepopulationen eingeschleppt und verbreitet werden kann. Sie wissen genauso gut wie ich, dass der Hauptfaktor für den Fall Einschleppung, für die Gefahr der Mensch ist. Der Mensch ist entscheidend. Der Mensch, der trägt die Seuche weiter über Hunderte von Kilometern. Es gibt Berechnungen, wonach Wildschweine, wenn es über das Wildschwein eben geht, die Verbreitung ganz, ganz langsam überhaupt nur passiert, weil Wildschweine standorttreu sind. Und von daher ist es eben nicht der entscheidende Faktor. An der Stelle, und das gab dann ja so eine Welle, wer tut sich am meisten hervor? Beim Wildschweineabschuss war der Bauernverband ja ganz vorne mit dabei mit seiner Forderung, doch mal gleich 70% der Wildschweine abzuschießen. 70% von was denn da, fragt man sich, denn keiner weiß ja genau, wie hoch ist denn der Wildschweinebestand. Wir fragen uns auch alle an der Stelle, Nutztier-Schweinebestand, wo sind die Nutztiere vor allem? Dort haben wir relativ wenig Wildschweine. Die Wildschweinebestände sind bei uns in Nordrhein-Westfalen vor allem in den Mittelgebirgslagen. Von daher ist auch da die Frage, was diese Fokussierung wirklich bringt. Und wenn man dann mal 10 Jahre zurückblickt, es gibt die Interessensgemeinschaft Deutscher Schweinehalter, die sind unverdächtig, besonders grünnah zu sein. Diese Interessensgemeinschaft, Frau Ministerin, Sie werden sie ja auch gut kennen, die hat schon vor 10 Jahren gesagt, dass die stärkere Bejagung nichts bringt, dass sie nicht funktionieren wird. Dass sie deshalb auch nicht funktionieren wird, weil die Jagd im Regelfall Hobbyjagd ist. Die Menschen haben gar nicht, die Jägerinnen und Jäger haben gar nicht genügend Zeit, um die Jagd auf Wildschweine noch mal wirklich zu intensivieren an der Stelle. Wenn man da wirklich was erreichen wollte, müsste man mit Berufsjägern da herangehen. Und die ESN hat schon vor 10 Jahren gesagt, wir brauchen eine ganz andere Strategie vor dem Hintergrund der heranrückenden Seuche. Und diese Position der ESN teilen wir ausdrücklich. Wir sind der Meinung, dass wir, und wir teilen, naturschutzfachlich sind wir auch der Meinung, dass der Wildschweinebestand reduziert gehört. Aus naturschutzfachlicher Sicht. Und wenn man das will, dann muss man aber nicht vor allem über die Jagd daran gehen. Ich glaube, die Jagd kann allenfalls den Bestand halten. Reduzieren wird sie nicht hinkriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gehört dazu die Frage Ausgestaltung von Agrarlandschaft. Es gehört die Frage dazu, die stellen wir auch in unserem Antrag, Regulation der Fruchtbarkeit von Wildschweinen. Wollen wir daran? Gibt es da Methoden, das zu tun? Und mit Blick auf die ASP, und da sind wir klar für die Trennung, dass wir da sagen, es gibt viel, viel entscheidendere Fragen, die da zu klären sind, wie eben die Frage Abzäunung der Rastplätze entlang der Autobahn A2, A44. Das sind die Schneisen, über die letztendlich der Virus hier nach Nordrhein-Westfalen reinkommen könnte. Ist der Verkehrsminister so weit, dass da die
Zäune gebaut werden, werden die Mülleimer so ersetzt, dass sie nicht mehr von Wildschweinen zu öffnen sind im Zweifelsfall. Das sind doch die Sachen, die geschehen müssen. Und dann, glaube ich, kommen wir ein Stück weiter. Und ganz entscheidend, ich komme zum Schluss, ganz entscheidend die Frage, kriegen wir es endlich hin, in puncto Schweinepest eine Impflösung? Und ich glaube, wenn wir als Politik uns dazu mal wirklich bekennen würden, dann würden wir auch einen Impfstoff kriegen an der Stelle. Das sind die entscheidenden Fragen, die wir mit Blick auf ASB klären müssten. Das würde unseren Bäuerinnen und Bauern wirklich helfen. Und ich freue mich mit Ihnen auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.